Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alpha-Tier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus, verschmutzen und zerstören unseren Planeten und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft. Und weit davon entfernt, ein Pilot zu werden. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Und damit willkommen zu Titanfall 2. Wir spielen das jetzt mal an. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob wir das Tutorial mitnehmen. Weil das habe ich ja in der Beta schon veröffentlicht. Aber ich glaube, das machen wir. Es geht los, Pilot Cooper. Ach, scheiße. Das Schiff hat die Simulationskapsel zurückgesetzt. Wir müssen sie neu kalibrieren. Schau nach oben. Schau nach unten. Fühlt sich das richtig an, Cooper? Jo, passt schon. Okay, wir können loslegen. Mal sehen, wie viel Sie vom letzten Mal noch wissen. Aktiviere Neuralverbindung. Nicht dasselbe wie eine Titan-Verbindung, aber ähnlich. Um neue Fähigkeiten zu lernen, müssen wir geistig fit sein. Ah, viel besser. Eigentlich bin ich gar nicht für Ihre Ausbildung verantwortlich, aber Sie haben Potenzial. Außerdem sind wir im Krieg. Wer hat da schon Zeit für Hierarchien, hä? Sehr gut, einfach rüberspringen. Legen wir einen Zahn zu. Aktiviere Jump-Kit-Unterstützung. Jump-Kits basieren auf dem Prinzip der entspannten Stabilität. Nach der Kalibrierung des Jump-Kits geht Ihnen die erweiterte Mobilität in Fleisch und Blut über. Wunderschön, oder? Jo. Die Inspiration dafür war mein Heimatplanet Harmony. Hier bin ich aufgewachsen. Dafür kämpfen wir, Cooper. Für eine Welt ohne Metall und Rauch. Genau. Freiheit, in Frieden und Wohlstand zu leben. Für Kirschblütenbäume. So geht's. Hier drunter, ducken Sie sich. Jetzt ein Doppelsprung. Folgen Sie dem Geist. Seit der Schlacht von Demeter haben wir mehr als ein Viertel des Grenzlandes zurückerobert. Die Miliz ist jetzt viel besser organisiert. Täglich schließen sich mehr Menschen dem Kampf gegen die IMC an. Ja, kommst du? Ich bin schon hier. Früher waren wir die Gejagten. Heute sind wir die Jäger. Im Kampf läuft es nie so ab, wie erwartet. Sie müssen bereit sein, jede Waffe einzusetzen, die sie finden. Das sind nur einige der Waffen, die mir da draußen untergekommen sind. Ab auf den Schießstand.
Welche nehmen wir denn? Oh, die Auswahl ist wieder grandios. Waffe laden. Yes, sir. Zufrieden? Gut. Üben Sie noch, wenn Sie wollen, und kommen Sie dann zum Parcours. Noch einmal. Oh, mit Nachladen. Ja, das kennen wir ja schon alles aus der Beta, da war das ja auch schon drin, das Tutorial. Okay, ich habe heute einen neuen Parcours für Sie. Sie haben 2 Minuten Zeit. 2 Minuten? Folgen Sie dem Geist oder finden Sie einen eigenen Weg? Okay, 2 Minuten haben wir Zeit. Rennen wir einmal durch. Piloten müssen im Kampf einen perfekten Mittelweg aus Schnelligkeit und Treffsicherheit finden. Beim Parcours arbeiten wir an diesen Fähigkeiten, bis sie ihnen in falschem Blut übergehen. Na, geht ja gut los. Na. Denken Sie dran, an Wänden sind Sie schneller. Okay, Granate geht auch. Treten geht auch. So, wo waren die anderen beiden da oben, gell? Okay, 2 Minuten hatten wir Zeit. Einer haben wir es geschafft. Nicht okay. Schlecht. Sehen Sie die Anzeige an der Wand? Das war eine neue Bestzeit. Hey. Sie haben so Ihre Stärken und Schwächen. Also spielen Sie das Ganze ein paar Mal mit unterschiedlichen Waffen durch. Auf der Anzeige finden Sie Tipps, wie Sie sich verbessern können. Okay, ich denke, Sie sind bereit für eine echte Herausforderung. Ein Rennen gegen andere Pilotengeister. Ich muss Sie nee. Diese Geister sind die besten Piloten der SRS. Wenn Sie sie besiegen können, sind Sie auf dem besten Weg, ein echter Pilot zu werden. Okay, mit der rennen wir noch einmal durch. Nur solange Sie wollen. Wenn Sie fertig sind, habe ich was So, wo war der erste? Da war er. Ja, das war an der Wand wirklich schneller. Okay, sogar eine Sekunde schneller. Jo, guckst du, gell? Jo. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Gut, das wird Ihnen gefallen. Es wird Zeit, dass Sie die andere Hälfte des Pilotendaseins kennenlernen. Den Titan. Fordern wir einen an. Ich dachte, das dürfen nur Piloten. Das ist nur eine Simulation, Schütze. Nicht die Wirklichkeit. Aber zuerst brauchen wir etwas mehr Platz. Das ist mein Partner, BT. Vanguard-Klasse. Militärtechnologie Marke Eigenbau. Das erste Titan-Chassis, das wir selbst entworfen haben. Das wir nicht von der IMC stehlen mussten. Nur zu, Schütze. Fordern Sie Ihren ersten Titan an. Da oben am Himmel, da ist er. Da kommt da mein erster Titan. Okay, Schütze, klingt als wäre die Kacke am Dampfen. Ich hol sie jetzt raus. Deaktiviere alle entbehrlichen Systeme. Cooper, machen Sie schon. Ganz ruhig, Cole. Er kommt gerade aus der VR. Er braucht eine Minute für die Dekompression. Der wird schon, glaub mir. Ja, Sir. Wie, jetzt dürfen wir noch gar nicht. Das ist keine Übung. Aufpassen, die töten uns. Jedenfalls versuchen sie es. Das war gute Arbeit. Irgendwann haben sie den Dreh raus.
Wir machen einen Piloten aus Ihnen, Schütze. Aber nicht heute. Irgendwann. Lestimosa. Anderson. Wir sehen uns dann unten. Wir sehen uns heute einen neuen Planeten an. Vielleicht sterben wir sogar darauf. Darf ich mit? Wir sehen uns dann unten, Schütze. Viel Glück. Jo, Daumen hoch. Arsch hoch, Cooper, wir treffen uns am Landungsschiff. Oh, mein erstes Gewehr, ich freue mich. So, jetzt spielen wir normal. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich finde es richtig gut, dass jetzt eine Story dabei ist. Die spielen wir ja jetzt auch. Und hat im ersten so ein bisschen gefehlt. Also da hätte man schon was machen können. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Story so bringt. Aber Story Mode ist immer gut. Wir dürfen mitmachen. Achso. Ja, das war's schon. Mit dem. Also das Waffenfeedback, also der Sound von der Waffe ist schon mal klasse. Und das Waffenfeedback ist auch gut. Na, von hinten. Hörst du wohl auf? Bin neu hier. Okay, anderes Gewehr. Los, weiter, Jungs, weiter. Ja, ich wollte es gerade sagen. Cooper, Sie sehen nicht gut aus. Warten Sie. Das Zeug haut Sie vermutlich um, aber wenn Sie aufwachen, sind Sie wieder fit. Beste Monster, Feind-Titans nähern sich. Apex Predators. Verstanden, BT. Söldner. Unten bleiben, Cooper. BT, los! Thank you.
Ey, haben sie den BT schon klein gekloppt. Was mit uns? Wir haben 18 Stunden. 18 Stunden, um die Lade zu sichern und die Lieferung vorzubereiten. Hey, Richter! Lassen Sie die Leichen liegen, Sie kranker Mistkerl. Wir haben hier eine Aufgabe, klar? Fürs Saubermachen werden wir nicht bezahlt. Vorwärts! Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Oh, was ist das für ein Vieh? Hey! Lass mir in Ruhe. Wo ist meine Kanone? Ja, schaut schon mal schön aus. Finde ich toll. Was mit dir? Oh. BT, übertrage Autorisierung auf neuen Piloten. Verbindung. Bravo Tango 7274. Cooper, nehmen Sie meinen Titan. Nehmen Sie meinen Helm und mein Jumpkit. Jetzt wird's ernst. Pass auf ihn auf. Er auf uns oder wir auf ihn aufpassen? Gut, wir sind Jack Cooper. So, was müssen wir jetzt machen? Kann man irgendwas? Lebst du noch? Komm, sprich mit mir, sag was. Okay, wir müssen anscheinend die Energiezelle da oben holen. Energieniveau niedrig. Oh, noch mehr von den Viechern, oder? Was war da hinten? So, da müssen wir hin. Oh, schubst der mich hier runter? Ich glaube, dir geht's nicht mehr ganz gut, ha? Huh? Okay, dann werden wir die Energiezelle holen. Da drüben sind noch Viecher. Oh, der lebt ja noch. Junge, Junge, Junge. Schnell sind sie. Hier ist Captain Cole vom 3. Grenadierregiment.
an alle Überlebenden der Milizen. Sind auf dem Weg. Pilotenhelm erhalten, 1 von 2. 72981. Hier ist Sergeant Enzo vom 2. Infanterieregiment der Miliz. Sie hören Sie, Cole. Wir kommen durch die Aufbereitungsanlage durch. Gucken, was das für eine Waffe ist. Auch nicht schlecht. Dann tauschen wir die Pistole gegen die, oder? Okay, nichts für uns. Eindringlinge der Miliz, hier spricht General Mother von der Interstellar Manufacturing Corporation. Sie verstoßen gegen geltendes Recht. Ich biete Ihnen eine kurzfristige Amnestie an. Ergeben Sie sich bei einem IMC-Offizier, falls Sie sich wollen. Dann holen wir mal den Geistläufer. Mach mal. Ja, okay, aber er ist bei mir eben nicht abgesprungen. Jetzt? Okay. Alles klar, da hoch. Wir arbeiten für die IMC. Für den wir arbeiten, bestimmt für die IMC. Ist doch egal, wer die betrifft. Ich und seine Söldner. Bei Marder. Wir einfach die Soldaten kriegen immer denselben Sold. So. Denkst du, es stimmt? Was wir über das Ding sagen? Freier sag ich nicht. Und wenn es stimmt, steht der Miliz ein verdammt schlechter Tag. Da hinten sind noch bestimmt böse. Oder? Guckt der? Nee, der guckt nicht. Da fallen sie schießend um. Okay. Gar nichts werde ich tun. Ergeben. Okay, Tarnung haben wir auch. Haben uns natürlich alle aufgeschreckt, aber zack. Die Kanone ist gut. Drüben ist noch einer. Bleibst du liegen? Komm, bleib einfach liegen. Wie viel Munition hat, das haben wir, das reicht noch. Behalten wir erstmal die Waffe. Jetzt darüber. Es ist immer schön, wenn ihr auf einem Haufen steht. Geht die denn? Okay, probieren wir die mal. Ah, da waren nur noch 96 Schuss drin. Ja. Ein paar mehr.
Ah, damit kann... Ah, okay. Jetzt bin ich wieder auf der falschen Seite, gell? Oder? Ja. So, hier geht's nicht lang. Aber von da kommen wir doch. Oh, von hinten. Hey, wo kommt ihr denn her? Okay. Also stehen da unten im Loch noch welche drinne? Halt Sichtkontakt zu Fallpilot. Wer hat hier Sichtkontakt? Mein Sport wurde aufgerieben. Na komm. Okay, ein Stück drüber. Wo bin ich denn jetzt? Ach, Freunde. Der andere kommt bestimmt gleich von hinten. Oh Mann, beweg dich mal. Oh, was ist das denn? Mensch, Gewehr, beweg dich halt mal. Oh. Also soll ich gerade nochmal gucken, wenn ich ziele? Das ist zu langsam. Muss man da mal gucken, ob man das in den Optionen noch einstellen kann. Brauchst du zwei Schuss? Da kommen sie. Wo steckst du? Wo steckst du? Da. Dich habe ich da eben schon umgeschossen. Okay, was haben wir hier? Alles klar, weiter geht's. Okay, da hoch.
Angehörigen. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sie sich auf Typhon befinden. Dieser Planet wird von der IMC kontrolliert. Aber es gibt außerhalb unserer Anlagen viele wilde Kreaturen. Und die Wildnis können wir nicht... Natürlich, natürlich. Aber die Spawns gehen schnell, das gefällt mir. Jetzt haben wir hier wieder einen Hemlock. Na, geh hoch. Jetzt muss man erst mal gucken, wo muss ich überhaupt hin? Da unten. Wir wollen etwas bewegen. Wir machen die Freiheit auf. Okay, die haben wir. Würde jeder von uns alleine kämpfen, hätten wir gegen die Einzigen keine Chance. Und gleich hier wieder raus. Oh, und nachladen, komm. Drexy. Na. Gehen die nicht kaputt? Doch. Okay, komm, zeig's mir. Lass dir meinen BT in Ruhe. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Komm, kriegst wieder Saft. Hab dir was besorgt. Energie bei 70%. Datenkern reinitialisiert. Okularsystem online. Fokuskorrektur. Sind Sie okay, Pilot? Jo. Ich denke schon. Halt, hast du mich gerade Pilot genannt? Ja, der verstorbene Captain Lester Moser hat Sie in den Rang eines Interimspiloten berufen. Glückwunsch zur Beförderung. Nennen Sie mich BT. BT? Na gut. Meine Systeme werden neu gestartet, aber eine dritte Batterie würde den Prozess beschleunigen. Ich bleibe hier. Da oben. Derzeit unterstütze ich Sie über Ihr Helmfunkgerät. Soweit möglich. Aber die Stimme mag ich, die klingt irgendwie sympathisch. Wie kommen wir da hin? Okay, hier durch. Gewährt allen, die sich ergeben, freies Geleit in die Strafanstalt von Angel City. Sie werden gut beraten, sich umgehend einem Suchtrupp der IMC zu stellen. Oh, natürlich wieder zu kurz. Unser Freund hat es da auch geschafft, oder? Komm, renn mal. Ja, wenn er das doch immer machen würde. Na gut, war zwar nicht korrekt, aber jetzt darüber. Oh.
Trent, was wissen Sie über Kuban Blitz? Hab gehört, er war mal bei der IMC. Da bin ich diese Apex Predator. Elite-Söldner, erste Sahne. Granate! Ich bin überrascht, dass du noch nicht. Los, bereit machen, Männer! Habt ihr euch erschreckt? Oh. Vermessungssysteme wurden reaktiviert. Durch den Überfall auf die 9. Milizflotte landeten wir weit von unserem eigentlichen Ziel. Dies ist feindliches Terrain. Seien Sie wachsam. Wir können nicht lange bleiben. Ach shit, jetzt habe ich nicht geantwortet. Jetzt denkt er bestimmt, ich mag ihn nicht. Wir wissen, dass da draußen überlebende Anhänger der Miliz sind. Wir werden sie finden und einen nach dem anderen. Ja, ist doch wieder zu kurz. Ach, komm schon. Aber gerade so. Wann ist denn das mal gut hier mit der Hüpferei? Ja klar, der guckt in die andere Richtung und sieht mich. Oh, beweg dich doch mal, du Gewehr. Ach, Mann. Der ist ja einigermaßen ruhig, muss hin. So. Okay. Können wir hier runterspringen? Ach, da hätten wir auch mit dem Seil fliegen können, ne? Und nachladen. Was haben wir da liegen? Okay. Gehen wir mal mit der Shotgun los. Gehen wir erstmal rein, was haben wir hier? Okay, probieren wir es damit. Ich hab dich gesehen. Habe ich das Ding? Ja, scheint so. Helm runtergeschossen. Kommen wir da hoch? Tatsache, da kommen wir hoch. Da rein.
Da oben bin ich hier doch falsch. Moment. Nein, du sollst da hochgehen. Nee, hier geht's nicht weiter. Muss schon da sein. Aber da ist doch... Ach, hier. Da? Jo. Vorsicht, heiße Kochplatte. Aber wir haben ja Soldatenstiefel an. Also kein Problem. Da ist die Batterie. Das war gewagt. Okay. Ein Helm. An alle Überlebenden der Miliz. In ihrem eigenen Interesse sollten sie sich ergeben. Sie wollen doch sicher lieber von unserer Infanterie gefunden werden, als von einem... Wie komme ich jetzt... Ja, da drauf, okay. Also dann auch wieder... Ach, Scheißdreck. An der Wand lang. Schaffst du das noch? Oh. Ein Gehopse immer. Und jetzt. Jawohl. Ich komme. Oh. Bleib stehen. Halt durch. IMC-Späher-Drohnen. Feindliche Verstärkung ist unterwegs. Neuralverbindung muss umgehend hergestellt werden. Installieren Sie die letzte Batterie. So, bitteschön. Volle Energie. Wir müssen erst eine Neuralverbindung herstellen, Pilot. Bitte einsteigen. Gemütlich. Protokoll 1, mit Pilot verbinden. Stelle Neuralverbindung her. Neuralverbindung hergestellt. Schütze Jack Cooper. Sie wurden als Interimspilot von BT-7274 bestätigt. Protokoll 2, Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Achtung, feindliche Einheiten nähern sich. Protokoll 3, den Piloten beschützen. Initialisiere kritische Systeme. Vortex-Schild online. Der Vortex-Schild absorbiert Projektile und Raketen. Lassen Sie die Taste los, um absorbierte Objekte auf den Gegner zurückzuwerfen. Ja, haben wir schon gemacht. Zack, weg. Kann ich schießen auch? Nee, nur hauen erstmal. Pilot, die Echolight-Kapsel ist online. Diese auf der Schulter montierte Raketenbatterie erfasst mehrere feindliche Ziele. Je Zack. Je mehr Sie die Taste gedrückt halten, desto mehr Ziele werden erfasst. Okay. Alle vier. Zack. Sehr schön. Verbindung abgeschlossen. Waffensysteme und Bewegungssteuerung reaktiviert. Jawohl. Pilot, feindlicher Titan vorgeortet. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Bereit machen.
Na toll, nur ein paar böse Jungs töten. Okay. Die Übereinstellung kann jetzt nur helfen. Ja, aber bevor wir das machen und jetzt zu Major Anderson durchstoßen, beenden wir die Folge an der Stelle. Ja, ich fand's ganz gut. Gameplay ist wirklich gut. Also die Steuerung spricht gut an. Ausschauen tut's auch super. Und ja, bin gespannt auf die Story. Was kommt? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich Servus und macht's gut.